wenn Sie herausragende Köpfe suchen. Ob in der Unternehmensberatung, in der Zeitarbeit oder in der Projektbeteiligung, dann sind Sie bei uns genau richtig. ABC Unternehmensgruppe. Nach der Pokalpause gibt es für die Rollhockey-Fans die IGR am Wochenende gleich im Doppelpack. Um nicht ganz aus dem Spielrhythmus zu kommen, absolvierte die IGR beim Montagstraining ein Testspiel gegen den Zweitligisten der Moskitos aus Wuppertal. Hier wurden einige Dinge ausprobiert, das Ergebnis zu hoch hängen wollte Trainer Marcel Wienbeck allerdings nicht. Er vertraue seiner Mannschaft, die durch die Erfolge der letzten Spiele weitere Motivation getankt hat. Und diese sollte auch von den Nachwuchsspielern aufgenommen werden, denn bei der IGR lässt man junge Spieler gerne erste Erfahrung in der Bundesliga sammeln. Das hat sich im Laufe der letzten Jahre gut bewährt und so war es dann auch Nachwuchsmann Jan-Hendrik Kulesa, der als nächster Debütant auflief. Motivation erzeugte Druck zum Tor und dieser erzeugt im Idealfall dann auch wirklich dann die Tore, dachte sich der Kapitän der Remscheider und erzielte bereits in der dritten Minute das 1:0. Ja, und der Kessel war weiter auf Druck. Die Remscheider nutzten wieder ein Loch in der Walsumer Abwehr zum 2:0. Janik Lukasen, vierte Spielminute. Der Doppelpack der IGR binnen einer Minute. Die Gäste aus Walsum brauchten noch eine gewisse Zeit, um sich wieder zu fangen, besannen sich auf ihre Tugenden, kamen zum Anschlusstreffer. 2:1 nur noch. 2:1 durch den Walsumer Christopher Berg in der 16. Minute. Ja, und ganze drei Minuten später Pedro Queros, der Ausgleich, 2:2, das Spiel wieder offen. Drei Minuten dann vor der Pause, das 2:3, Javi Jimenez, das Spiel gedreht und der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Die Antwort der Remscher, da ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Dani Schrieder, der Ausgleich wieder, 3:3, 23 Minuten waren gespielt. Ja, die Remscheider wehnten sich bereits in der Kabine und dies nutzten die Walsumer zum 3:4. Philipp Pistola mit dem Führungstreffer für die Gäste aus Duisburg. Halbzeit, so ging es dann nun auch in die Kabinen. Spannende erste 25 Minuten haben die Zuschauer erleben dürfen. Ja, und diese Pause sollten den Remscheidern gut getan haben. Denn nach der Emotion der letzten Minute von Hälfte 1 kam nun die Reaktion. Druck der IGR vor das Tor von Walsums Keeper Tobias Wahlen und dieser wurde durch Daniel Strieder zum 4:4 umgesetzt. 33 Minuten waren gespielt, das Spiel war wieder offen. Ja, und diese Druckphase wurde wieder weiter genutzt. Kampfbetontes Spiel beider Mannschaften, die Remscheider in Unterzahl machten aber wieder durch Daniel Strieder das 5:4. Innerhalb von 60 Sekunden war das Spiel gedreht. Der nächste Doppelpack. 6:4, da war wieder das Tor, da war wieder Daniel Strieder. 4 Minuten vor dem Ende. Ja, und wieder im Doppelpack folgte der nächste Treffer, Daniel Strieder. 5. Tor am heutigen Tage. Und mit dem 7:4 war der Deckel dann nun endgültig drauf. Mit 7:4 gewinnt die IGR das erste Spiel des Wochenenddoppels durch den Sieg. Und durch die gleichzeitigen Niederlagen von Darmstadt und Kronenberg kletterten die Remscheider auf den 5. Rang.